Die W-Connector ist ein durch die Stiftung W-Transnet gefördertes Treffen von Experten aus dem europäischen Straßensektor, das den Teilnehmern helfen soll, vertrauenswürdige Unternehmen und potenzielle Partner kennenzulernen, sowie neue Geschäftsmöglichkeiten zu entdecken. Segundo año que vengo a Conecta. Pienso que Conecta es una oportunidad para conocer a empresas que te puedan ayudar en el día a día, a solucionar tus problemas que tú encuentras para tus clientes. El evento es muy interesante, se conoce mucha gente, comunque hay oportunidad de conocer a las personas con cui en un futuro andrai a trabajar. Y siempre puedes poner cara a las personas que conoces por teléfono y que no conoces, y además que conoces muchísima gente nueva con la que luego casi siempre llegas a tener alguna relación profesional. Die W-Connector ist eine gute Möglichkeit, um sich kennenzulernen, Kontakte zu knüpfen und eine Zusammenarbeit in einem vertrauensvollen Umfeld zu erreichen. Ihr Erfolg beruht bei diesem Treffen darauf, die maximale Anzahl von Kontakten zu knüpfen, um eine gute Basis für zukünftige Kollaborationen zu haben. Für diesen Anlass gibt es drei Zonen. Die erste ist die Coffee Area, die Ihnen permanent für informelle Gespräche zur Verfügung steht. Hier ergeben sich oft unerwartete Gespräche in einem lockeren Umfeld. Um neue Transporteure zu finden für Spanien und europaweit, oder hauptsächlich Spanien. Wir sind auf der Suche nach Spezialtransportern, und hier diese W-Connector gibt uns diese Möglichkeit, viele neue Kontakte zu knüpfen, um in Zukunft miteinander zu arbeiten. Das erste Jahr auf der W-Connector hier in Madrid. Bisher haben wir einige interessante Kontakte knüpfen können. Es dreht sich hauptsächlich durch unser Kerngeschäft um Transporte von Deutschland nach Frankreich und nach Spanien. Dafür ist natürlich die Plattform prädestiniert. Und es ist sehr interessant, es ist sehr gut organisiert hier. Man trifft viele nette Leute und kann eigentlich interessante Kontakte knüpfen. Von daher ist das mit Sicherheit nächstes Jahr auch wieder eine Adresse, die man besuchen darf und sollte. E vim aqui pela segunda vez a W-Connecta para apresentar as oportunidades de negócio no Brasil para os operadores logísticos da Europa. Eine weitere Zone ist die Networking Cargo Area. Dies ist ein Platz, wo Logistikunternehmen und Frachtanbieter private Gespräche führen können. Diese werden vorher mit interessierten Firmen organisiert und geplant. Na Connectie jesteśmy już drugi rok. Rok temu byliśmy w Barcelonie. Bardzo nam się podoba idea tych szybkich spotkań. Można nawiązać bardzo dużo kontaktów. Rozmowy są szybkie, aczkolwiek po powrocie do Polski, do biura, dalej podtrzymujemy te kontakty mailowo. Świetna sprawa, jesteśmy bardzo zadowoleni. Na pewno zjawimy się w następnym roku. Et également, c'est une opportunité pour nous de rencontrer sur un même lieu des transporteurs que nous connaissons déjà. Sta andando molto bene, abbiamo incontrato diversa gente e speriamo con queste persone di poter collaborare e sviluppare ulteriormente quello che sono le potenzialità della nostra azienda e delle loro aziende. Le imprese qui venivano per ottimizzarle al massimo. Hemos venido con mucha ilusión desde Transporte Barriga y hemos conseguido todos nuestros objetivos. En Francia hemos hecho negocio, en Alemania hemos hecho negocio. Y bueno, espero y deseo que ya estamos pensando en el siguiente año y que sea también un éxito. Zuletzt gibt es das Speed Networking. Also kurze, schnelle Gespräche. Die Teilnehmer treffen sich, einer nach dem anderen, nur 7 bis 8 Minuten. Wobei der Sinn in einem einfachen Austausch von Visitenkarten und einem ersten Kontakt besteht. Direi che questo è
un ottimo programma ben organizzato per conoscere trasportatori, per conoscere spedizioni aeree e ampliare il nostro network a 360 gradi, non solo su quello che è Spagna, ma per in generale tutta l'Europa. Stiamo in DoubleConnect há 4 ou 5 anos já. Temos feito realmente muitos contactos aqui. Hoje já fizemos alguns contactos mais e tem sido uma boa aposta da empresa nestes contactos e nestes meetings. Portanto, estamos bastante contentes com esta situação, até agora realizada pela Eurotransnet. E será uma situação a repetir nos próximos anos também. Me ha parecido una jornada interesantísima. El nivel de afinidad ha sido muy bueno, puesto que la criba que se hace antes quizás signifique el poder tener en 3 horas el trabajo que a lo mejor serían 5 o 6 mil kilómetros, en mi caso, de transporte internacional y 3 o 4 semanas de trabajo, condensado en una cosa que realmente cuando un señor se sienta enfrente ya sabe de lo que quiere hablar. La otra persona ya está receptiva para ello y al final es una forma muy rápida y muy directa de entablar el principio de lo que luego puede ser una relación comercial.